Leute, ich bin's wieder, euer Ranger Jones. Und heute bin ich hier im schönen Nordpfälzer Bergland unterwegs und besuche einen Windpark, den ich schon echt lange besuchen wollte. Ein echtes Highlight hier in Rheinland-Pfalz, der Windpark Schneeberger Hof. Haben bestimmt schon einige von gehört. Ja, hier liegt quasi die Geburtsstätte von Juwi. Juwi, der Projektierer aus Wörstadt. Mittlerweile auch schon über 1000 Anlagen weltweit. Ja, einer der Mitbegründer von Juwi kommt hier aus der Gegend und hat hier bereits 1996 die ersten Anlagen errichten lassen. Das war damals eine E40. Dann sind den Jahren danach noch einige Anlagen gefolgt. Ja, die stehen jetzt leider nicht mehr. Dafür wurden 2003 einige E66 gebaut. Ja, und warum der Windpark auch überregional bekannt wurde, ist, dass hier die erste Enercon E126 EP8 an einem Mittelgebirgsstandort errichtet wurde. Das war damals echt ein krasses Leuchtturmprojekt. Das ist auch echt Wahnsinn. Schaut euch mal den krassen Größenunterschied an zu den anderen Anlagen. Wahnsinn. Ja, und dann kam noch eine E101 dazu. Im Hintergrund sieht man Vestas V126 auf dem Windhübel. Wurden 2019 errichtet. Ja, und mittlerweile ist das dritte Repowering in vollem Gange. Drei Altanlagen werden abgebaut. Man erkennt schon, hier steht der Turmstumpf einer alten E66. Hinten dran ist eine Vestas V80, die muss leider auch weichen. Und die E66 etwas weiter hier rechts. Im Hintergrund, die stillsteht, die wird auch abgebaut. Ja, und an deren Stelle werden dann zwei Enercon E138 EP3 E2 errichtet. Ich schätze mal, dass es da dieses Jahr noch losgeht. Ja, ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend, was hier passiert. Und auf die Enercon E126 freue ich mich besonders. Das ist nämlich Premiere für mich. Habe ich noch nie eine live gesehen. Ja, dann radel ich hin und berichte von dort. So, ich bin jetzt hier auf dem Schneeberger Hof angekommen. Ziemlich steil hier hoch und bei der Hitze mit dem Rad auch echt anstrengend. Aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Hier hat man jetzt eine tolle Aussicht auf alle Anlagen. Ja, und hier vor mir sieht man direkt schon die dicke Bertha, die fette Enercon E126 EP8. Das ist Premiere für mich. Ich habe noch nie eine Enercon E126 EP8 live gesehen. Nach Ostfriesland habe ich es leider nicht geschafft. Ja, aber so weit muss man gar nicht fahren, denn hier steht nämlich auch eine. Wahnsinn, wie groß sie ist. Ja, ich bin auch echt froh, dass es sich dreht. Ich hatte ein bisschen Bedenken, dass es vielleicht zu heiß ist, beziehungsweise zu windstill. Aber im Gegenteil, es geht sehr gut Wind heute. Und ja, und die Sonne scheint. Also perfekte Bedingungen für die Erneuerbaren. Das ist ein krasser Unterschied zwischen der E66 und der E126. Ja, jetzt auch noch eine größere Photovoltaikanlage. Also Wind und Sonne sind beide vertreten hier. Ja, und von hier aus hat man echt auch noch mal eine richtig tolle Übersicht zu den benachbarten Windparks. Hier in der Region ist echt viel los wieder. Hier sieht man den benachbarten Windpark Hornberg mit Enercon E115. Ja, und den Windpark hier im Hintergrund, den werde ich später auch noch besuchen. Das ist der Windpark Fürfeld-Winterborn. Da stehen auch noch ziemlich coole Anlagen. Unter anderem kleine Nordics N43. Ja, und hier im Hintergrund sieht man sogar Anlagen im Hunsrück schon. Da steht ja auch alles voll. Naja, aber ich werde jetzt erstmal
den Windpark Schneeberger Hof erkunden. Das ist spannend genug. Ja, hier hinten sieht man es schon. Eine Anlage ist teilweise schon abgebaut. Da steht nur noch der Turmstumpf. Bis vor wenigen Tagen stand hier eine Enercon E66. Bei Facebook habe ich Bilder gesehen, wie sie die demontiert haben. Nebendran die Vestas V80, die kommt auch weg. Im Hintergrund steht eine E101. Und dann weiter hinten stehen die drei Vestas V126. Ja, und diese Enercon E66 hier auf 114 Meter Nabenhöhe, die kommt auch noch weg. Da liegen schon erste Teile des Großkrans, den haben sie bei der anderen Anlage wahrscheinlich abgebaut. Jetzt wird er hier aufgebaut und dann wird sie abgebaut. Schade. Wundert mich eigentlich, dass sie die Anlage auf 114 Meter abbauen und nicht die kleinere hier weiter links. Aber vielleicht hat das einfach besser gepasst vom Anlagenlayout her mit den neuen Anlagen. Also da hinten, wo der Turmstumpf steht, kommt eine neue Anlage hin. Und hier, wo die E66 steht, kommt die zweite hin. Ja, bin ich mal gespannt. Ja, ich werde jetzt mal ein bisschen rumfahren. Da gibt es bestimmt Teile von der E66 vor Namen zu sehen. Und auf die E126 EP8 habe ich mich natürlich besonders gefreut. Da werde ich natürlich auch mal hinfahren. So, hier ist sie, die Enercon E126 EP8. Schaut sie euch an, was ein Gigant. Wahnsinn. Boah, da habe ich echt drauf gefreut. Der Hammer. 126 Meter Rotordurchmesser sind ja heute gar nicht mehr so außergewöhnlich. Ist ja heute schon fast Durchschnitt. Im Park stehen ja auch V126. Allerdings nur mit 3,45 Megawatt. Die Anlage hier hat ja 6. Und die EP8 gibt es ja auch noch mit 7,5 bzw. 7,6. Das war damals schon echt ein richtiges Leuchtturmprojekt hier. So eine riesige, leistungsstarke Anlage im Binnenland an einem Mittelgebirgsstandort. Und auch einfach von den Dimensionen her. Also schaut euch bitte mal dieses riesige Maschinenhaus an und dann noch die Narbe dazu. Und auch die Rotorblätter, das ist schon echt Wahnsinn. Ja, mittlerweile gibt es ja auch Anlagen, die auch 6 Megawatt haben, von Vestas und G, aber von den Dimensionen her ist die Enercon hier echt ungeschlagen. Und meines Wissens nach die 7,5 Megawatt Anlage immer noch die leistungsstärkste Onshore-Windkraftanlage weltweit. Geschlagen. Ja, hier gibt es auch eine witzige Geschichte zu der Anlage. 2010 wurde sie ja gebaut und im Winter 2013 hat sie eins ihrer Rotorblätter verloren. Hat wörtlich den Abflug gemacht und ist dann irgendwo hier im Feld gelandet. Verletzt wurde zum Glück niemand. Ja, tatsächlich ist das hier nicht die einzige EP8 in Rheinland-Pfalz, sondern es gibt noch einen ganzen Windpark mit 5 EP8 im Hochwald. Das ist der Windpark Ellern. Da stehen 5 Stück zusammen mit E101, wollte ich auch immer mal hin. Das ist echt auch krass, also die macht echt gut Umdrehungen heute. Es scheint echt ein sehr guter Windstandort zu sein hier. Richtig geil. Ja, hier hinten sieht man die anderen Anlagen noch ein bisschen besser. Da steht der Turmstumpf von der E66. Und nebendran die V80 kommt auch weg. Hintergrund die E101. Bei der V126 ist, glaube ich, der Service da. Ja, hier sieht man jetzt nochmal den Vergleich. V126, auch 126 Meter Rotordurchmesser, aber halt viel, viel filigraner als jetzt die EP8 hier. Viel, viel schlankere Flügel, viel, viel schmäleres Maschinenhaus. Ja, dafür aber auch nur 3,45 Megawatt.
keine 6. Ja, dann werde ich mal weiterziehen und mal gucken, was es noch zu entdecken gibt. Wäre cool, wenn ich ein paar Teile sehe. Ein paar alte Teile von der E126. So, ich stehe jetzt hier in der Nähe von der E66, die sie teilweise schon abgebaut haben. Das Einzige, was noch steht, ist der Turm. Der ist in Kletterschalen bauweise gebaut. Ich nehme an, dass sie den sprengen werden. Kennt man ja so von dieser Art von Türmen, dass sie meistens gesprengt werden. Habe jetzt öfters auch schon mal gesehen. Das ist ja, einfach kostengünstiger und geht schneller. Dann auch wieder spektakulär. Ja, von der eigentlichen Anlage ist leider gar nicht mehr so viel zu sehen. Die Rotorblätter scheinen schon abtransportiert worden zu sein. Das Einzige, was noch da liegt, sind die Überreste des Maschinenhauses. Hier hinten sieht man ja, die Gondel mit Enercon-Logo drauf. Der Deckel liegt jetzt, glaube ich, auf dem Boden. Und hinten dran noch das Stahlturmsegment, das oben auf den Betonturm drauf kommt. Ansonsten Narbe, Generator, Rotorblätter leider schon weg. Ja, hier liegen die Überreste des Krans, der jetzt gerade zur Anlage hier hinten transportiert wird. Dann geht es dort weiter. Ja, hier sieht man nochmal schön die E126 von hinten. Mann, ist das ein Monster, ey. Schaut euch mal den Vergleich zwischen der E66 Maschinenhaus und dem Maschinenhaus von der E126 an. Echt der Wahnsinn, ey, wie fett das ist. Krass. Ein Gigant. Ja, hier haben sie schon eine relativ große Fläche planiert. Können wir gut vorstellen, dass dann hier das Fundament für eine neue E138 hinkommt. Die sollte nämlich, glaube ich, in der Nähe von der E66 hier errichtet werden. Ja, direkt hier nebendran, echt verdammt nah, steht die V80. Die kommt auch noch weg. Im Hintergrund die V126, die neuere Generation. Was ich cool finde, die hat auch endlich mal wieder ein Vestas-Logo drauf. Sieht man ja fast kaum noch. Ja, und hier ist dann die E101. Und von hier aus hat man auch echt nochmal eine richtig tolle Sicht in die Ferne und die umliegenden Windparks. Hier der benachbarte Windpark Hornberg mit den E115. Auch richtig schön aus. Ja, dann ziehe ich mal weiter. Gucken wir mal, was es noch so zu entdecken gibt hier. So, ich habe die Rotorblätter der Enercon E66 entdeckt. Hätte mich auch gewundert, wenn sie die schon abtransportiert hätten. Die haben sie hier bei der E101 abgelegt. Ich schätze mal, dass sie vorne an der Baustelle nicht stören, wenn sie da den Kran demontieren und dass sie auch keinen Schaden nehmen. Ich weiß nicht, was mit denen passiert. Vielleicht werden die noch weiter verwertet. Ja, schauen wir uns das Ganze mal von nahem an. Reingucken kann man jetzt leider nicht. Da ist jetzt alles verschlossen. Aber echt krass, wie dünn die Bolzen sind. Die sind jetzt gerade mal ja so dick wie mein Zeigefinger. Also bei den neueren Anlagen sind die wesentlich massiver. Ja, hier ist noch ein Schild. Was steht da drauf? Rotorblatt Fertigung Magdeburg. Aha. Rotorblätter wurden also
in Magdeburg gefertigt. Steht noch E70-2. Mhm. Ja, ist schon geil, die mal am Boden zu sehen. Und jetzt mal so den Vergleich zu haben zwischen E66 Blättern. Ich habe jetzt schon einige E138, V136 Blätter gesehen. Das ist schon nochmal ein krasser Unterschied von den Dimensionen her. Aber so hat es halt angefangen. Ja, hier ist dieser Hubbel. An dieser Stelle ist es relativ hoch. Hier sieht man jetzt auch mal gut die Schweißnaht. Hier läuft die Schweißnaht entlang. Da sieht man jetzt schön, wo quasi dann diese, wie sagt man, Spoiler oder so, quasi dran verschweißt wurde. Ah, hier ist auch noch irgend so ein Hubbel, was das hier ist. Keine Ahnung. Ist da ein Blitzableiter oder was drin? Krass hier. Ja, und hier sieht man jetzt schön die umgebogene Blattspitze. Ist auch relativ massiv. Ah, und ich glaube hier drüben, hier sieht man jetzt schön den Blitzableiter. Da habe ich Blitzableiter drin. Da sieht man alles nochmal schön von hinten. Ja, ist schon krass. Also vorne sind sie relativ breit und hoch mit einem Spoiler und dann verjüngen sie sich ganz schön nach hinten. Krass, das sind jetzt 30 Meter, die lang sind. Die Blätter, die ich in letzter Zeit gesehen habe, sind jetzt doppelt so lang. Schon krass. Bin ich echt mal gespannt, was mit denen passiert. Ob die nochmal wiederverwertet werden oder... Ja, ich stehe jetzt hier bei der E101. Das ist noch eine ältere Version. Die hat nämlich den Lüfter noch hinten am Maschinenhaus. Also noch nicht oben drauf, sondern hinten am Maschinenhaus. Man die anderen Anlagen immer schön von der anderen Seite. Ja, dann werde ich jetzt mal zu den Vestas V126 laufen. So, ich stehe jetzt hier in der Nähe der V126. Dieser Teil heißt Schneebergerhof Windhübel. Ja, die Anlagen wurden 2019 errichtet, hier auf einem ehemaligen Militärstandort. Hier in Rheinland-Pfalz gibt es ja einige Konversionsflächen. Ja, hier ist leider jetzt alles abgesperrt. Überall Zaun drumherum, also zu den Anlagen kommt man jetzt gar nicht direkt hin. Bisschen schade. Der Service kommt hin. Man sieht, da hängen zwei am Rotorblatt. Das ist echt eine krasse Arbeit. Da hängen sie. Krasser Job. Ja, insgesamt drei Vestas, 149 Meter Nabenhöhe, 3,45 Megawatt. Hier ist eine. Und ja, hier drüben ist jetzt noch eine andere. Ja, echt schade, dass man da jetzt nicht näher ran kann. Aber ja, so militärische Flächen sind immer abgesperrt. Das war Moorbach in der Energielandschaft leider genauso. Da kommt man leider gar nicht so nah an die E141 ran. Naja, aber wofür habe ich denn eine Drohne? Ich werde jetzt einfach mal mit der Drohne hochfliegen.
und gucken wir das Ganze von oben an. So, ich habe jetzt hier auf dem Rückweg zum Bahnhof noch mal einen kleinen Stopp eingelegt. Hier sieht man den Windpark Schneeberger Hof noch mal aus der Distanz. Da hinten ist er. Und links nebendran dann der Windpark Hornberg bzw. Gau-Grehweiler mit den E115. Ja, ich stehe hier auch noch mal auf der Anhöhe. Hier stehen noch jede Menge Vestas-Anlagen. Alles Vestas V112, schätze ich. Auch wieder alle von Juwi. Ich stehe hier gerade unter einer G-Anlage. G25, glaube ich. 2520. Drüben sind noch zwei Stück. Ja, und hier hinten am Horizont steht auch alles voll mit Windrädern. Das ist echt krass. Also hier in Rheinland-Pfalz gibt es echt noch jede Menge Windräder zu entdecken. Da steht sogar ein Kran da hinten. Geht's weiter. Ja, schon krass. Also Rheinland-Pfalz ist ja, war ja die letzten Jahre echt eins der zuwachsstärksten Bundesländer, was Windkraft angeht. Also da gibt es auf jeden Fall noch sehr viel zu entdecken für mich. Da werden noch einige Videos kommen in der nächsten Zeit. Ja, ich hoffe, ihr fandet den Windpark Schneeberger Hof genauso cool wie ich. Schreibt gerne wieder Kommentare, freue ich mich immer. Kanal abonnieren, dürft ihr natürlich auch gerne. Dann halte ich euch auf dem Laufenden. Vielleicht werde ich auch nochmal kommen, wenn sie die E138 aufbauen. Ja, an dieser Stelle noch ein kleiner Tipp. Ich habe ja auch den Aufbau einer Enercon E138 im Windpark Hohenlochen komplett mit der Drohne gefilmt. Wenn es euch interessiert, könnt ihr mal vorbeischauen. Ja, ansonsten folgt im Anschluss wieder ein kleines Drohnenvideo vom Windpark Schneeberger Hof. Viel Spaß damit und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Windpark. Macht's gut und bis bald.